Ja. Kostschoff. Entschuldigung. Doktor. Gentlemen, bleiben Sie doch ruhig. Jenna, was ist passiert? Was hat Mills zu Ihnen gesagt? Ich muss das wissen. Ich bin sein behandelnder Arzt. Ich bin sicher, wir können da eine Erklärung finden. Vielleicht sollte Mr. Minaj hier mal das Video kurz abspielen. Sie haben ein Video. Ja, ich nehme die ganze Zeit auf, Sir. Mr. Katz, darf ich es einmal zeigen? Ja, schaue ich mal kurz rüber zu Franklin Mills, ob der gerade in Anführungsstrichen stabil aussieht oder ob er gleich wieder einen Anfall bekommt. Wenn er normal aussieht, dann würde ich das mal zulassen, dass Minaj da rückwärts spulen kann. Gut, dann versuche ich die Stelle zu finden, Mr. Katz. Und was genau macht, versucht Kuna natürlich auch. Was ihr sehen könnt, Caleb und Joshua, die ihr nicht anwesend wart in der Szene, ist, dass erst Aiden ziemlich aggressiv. Also ihr seht erstmal, wie der Blick der Kamera verschiedene Stellen in dem Raum anvisiert, ne? Den Brandfleck am Boden, die Blutflecken auf dem Teppich, die Stelle an das Waschbecken in der Küche, die seltsam abgeschwärzten Fotografien und Bilder an den Wänden und sowas. Also ganz, ganz viele Stellen in dem Raum, die einfach angesteuert wurden von Kummer mit der Kamera. Und dann plötzlich laute Geräusche, die Kamera fährt herum und ihr könnt sehen, wie erst Aiden Kostroff den Gefangenen ziemlich hart angeht und wie er danach von Felix Jenner gegen eine Wand gestoßen wird, der plötzlich so einen irren Blick drauf hat und zur Tür hinaus stürmt, nur um kurz danach wieder zurückzukommen. Und dann kannst du sehen, könnt ihr sehen, wie Mills ihm etwas zuflüstert und er darauf wieder austickt, richtig austickt. Aber ihr könnt nicht hören, was gesagt wurde. Oh, das ist nicht gut genug, die Aufnahmequalität, Mr. Katz. Man kann leider nicht hören, was Mr. Mills gesagt hat. Ausgezeichnet, Minage. Jenna, was glauben Ich Sie, war was mit er den gesagt Zwecken hat? beschäftigt. Madre mia, hast du dann schon so ein Ding dabei und das funktioniert nicht. Er hat gesagt, er hätte ein Kind umgebracht. Hören Sie, Jenna. Ich kann es erklären. Also, Mr. Mills, Sie hören es ja, was er schon die ganze Zeit, seit er aus diesem Auto gestiegen ist, von sich gibt. Er möchte Sie provozieren. Sagt Ihnen der Begriff Selbstmord durch Polizei etwas? Ja. Genau das Gleiche spielt sich hier ab. Wie ich schon sagte, Mr. Mills ist psychisch krank. Er leidet an einer schizophrenen Psychose, ist allerdings, wie es bei Psychosen so üblich ist, er fühlt sich nicht krank. Er fühlt sich unterdrückt, er fühlt sich schlecht, er fühlt sich in Gefahr. Und das ist hier, was er hier tut mit Ihnen und Sie zu provozieren und Mr. Kostov zu provozieren, das ist seine Art und Weise, zu versuchen, aus Provozieren? dieser Nummer Er verarscht herauszukommen. uns einfach nur. All die Fick Jahre auf mal. der Straße, die wir da unser Leben riskieren, haben mir beigebracht, der spielt uns was vor. Der weiß ganz genau, was er hier sagt. Und der weiß auch Ganz ganz genau, genau. wo der Junge ist. Er spielt Ihnen etwas vor, weil er möchte, dass Sie reagieren. Er möchte, dass Sie ihn verletzen, ihn umbringen. Er ist wie ein gefangenes Tier. Während du sprichst, Caleb, spürst du, dass dein eigenes Mobiltelefon klingelt. Also du spürst es nur, man hört es auch deutlich aus der Brusttasche von Caleb DeHamrey, klingelt dein Telefon. Entschuldigen Sie mich. Caleb würde durch die Glastür nach draußen gehen und sein Handy rausholen. Die Nummer, die dir angezeigt wird, ist unbekannt, aber es ist ein Anruf. Er nimmt ab. Doc, Doc, sind Sie es? Ich fühle mich schrecklich. Ich fühle mich so schrecklich. Ich habe mich wieder geschnitten. Ich habe mich wieder geritzt. Wann können wir sprechen, Doktor? Doktor, ich brauche Sie. Ich brauche Sie. Hier spricht Josie, ja. Hier spricht Josie. Bevor du antworten kannst, hat sie auch schon wieder aufgelegt.
Ich schaue nochmal panisch und verängstigt die Nummer auf dem Handy an. Die Henry, private Anrufe bitte nicht jetzt. Auch dienstlich kann das zurückgestellt werden. Du warst dir sicher, es sei unbekannter Anrufer, weil jetzt steht ganz deutlich auf dem Display Josie. Die Henry. Verdammt, verdammt, verdammt. Wie sind die an die Nummer gekommen? Das kann nicht wahr sein. Ja, ich komme sofort. Franklin sitzt kichernd auf dem Boden, ist zu Boden gegangen unter dem ganzen Stress. Ne? Da sitzt er und zeichnet mit dem Finger Spuren in die verbrannte Stelle da im Teppich im Dreck. Also nicht, dass man da irgendwas sehen würde, was er macht, aber er reibt wie manisch mit dem Finger in den Dreck rum und guckt dann so halb von unten auf euch hoch. Der eine Kopf ist Alkoholiker. Der andere drischt wie ein Gestörter auf mich ein. Und der Psychologe, der uns eigentlich helfen sollte, der bringt uns um. Er bringt uns alle um. Aber wer von uns ist der Gestörte? Wer von uns ist der Gestörte? Die Hemre ringt um Fassung und nickt dann die anwesenden Polizisten an und sagt, nun, wir sollten hier weitermachen. Nicht wahr, Mr. Katz? Ja, selbstverständlich. Mills, machen Sie ruhig weiter so. Wenn das die Geschworenen sehen, ich werde dafür sorgen, dass das Video vor Gericht zugelassen wird. Die Geschworenen werden dann ja entscheiden, ob sie noch geistig zurechnungsfähig sind oder nicht. Ich scheiß auf ihre verdammten Geschworenen und auf ihre scheiß Videos. Ich habe nichts getan. Und das wissen sie ganz genau. Das hier ist ein abgekartetes Spiel. Der da, er zeigt auf Aiden, hat dessen Partner abgeknallt. Und ich muss als Sündenbock daherhalten. Wenn ich richtig informiert bin, dann haben sie ungefähr um 11, so stand es glaube ich in den Protokollen, sich etwas Ducktape gekauft, Seile, Nägel, Messer, Hämmer und ein Stemmeisen. Und mit diesem Stemmeisen haben sie auf Crossjoff eingeschlagen. Ist doch richtig. Das würde ihm vielleicht so passen, wenn er jetzt eine Brechstange hätte, hätte er mir den verdammten Schädel eingeschlagen. Sie haben doch das Video gesehen, Mr. Katz. Warum helfen Sie mir nicht? Sie sind doch Diener der Gesellschaft, alle miteinander. Warum helfen Sie mir nicht? Und mit den Nägeln haben Sie dann die Füße an den Boden gepinnt, richtig? Nachdem Sie ihn ausgezogen haben, den Vater vom kleinen William? Ich kenne keinen William und ich habe auch niemanden an einen Scheißboden genagelt. Und dann haben Sie... Wen haben Sie oben in der Badewanne ertränkt? Wollen wir uns das mal angucken? Ich hab... Was reden Sie da? Ich sage Ihnen doch, ich bin noch nicht hingewiesen. Gut, dann lassen wir doch einfach mal diese Treppenpassage aus und gehen gleich nach oben. Schauen wir uns die Blutflecken dort an und dann gehen wir erstmal ins Badezimmer. Ja, stoßt in die enge Treppe nach oben. Ja, stoßt in die Treppe nach oben in das obere Geschoss und für einen Moment, ihr spürt mit jedem Schritt, den er die Treppe hochgeht, wie er sich mehr versucht zu wehren, sich schwerer macht im Griff von Felix Jenner. Es widerstrebt ihm offensichtlich, die Treppe hochzugehen. Fürs Protokoll, Minaj. Er wehrt sich gerade, die Treppe hinhochzugehen. Ich hab's gefilmt, Mister. Glaub nicht, dass ihr damit davonkommt, ihr verdammten Bastarde. Wenn alles sich aufklärt, dann werdet ihr verdienen, was auf euch zukommt. Ihr werdet es verdienen. Mit ihr Bastarde, ich werde euch alle verklagen. Polizeigewalt! Ja, nur ganz kurz der Hinweis, dadurch, dass sie festgenommen worden sind, wenn sie fliehen wollen würden, konjunktiv, dann sind wir durchaus rechtlich dazu in der Lage, sie bei der Flucht zu hindern und sie anzuschießen. Auch das würde dann nicht mehr diese Ermittlung dann erschweren.
Er spuckt vor dir auf den Boden aus. Das würde euch so passen, nicht wahr? Ihr dreckigen Cops. Ja, klar, knallt mich doch ab. Am besten mit seiner Waffe. Er zeigt auf Kostrov. Der hat ja sowieso schon einen Cop abgeknallt. Warum soll er da nicht auch noch mich abknallen? Kostrov würde sich in dem Moment so vor den Gefangenen schieben, dass er jetzt die Kamera oder das, was er mit seinen Händen tut, verdeckt. Packt quasi, als würde er den Gefangenen ebenfalls hochführen wollen, packt ihn an den Handgelenken, aber so, dass er die Finger verbiegen kann, was man dann in so einer kleinen Bewegung vom Körper abgedeckt nicht sehen kann. Packt ihn so. Gott, knurrt ihn so. Ich habe niemanden abgeknallt, du kranker Bastard. Du hast mir hinterhältig aufgelauert, mich überwältigt und dann kranke Scheiße gemacht, du Wichser. Und jetzt geh weiter. Unter deinem Griff nach seinen Fingern stolpert er schreiend die letzten Treppenstufen hinauf, kommt dann tatsächlich aufgrund der Fußfesseln ins Schlingern und knallt am Kopf der Treppe erstmal auf den Boden und für einen Moment ist aus seinem Gewimmer Stille. Bis auf ein komisches Geräusch. Es tropft. Ein tropfendes Geräusch. Ein Tropf nach dem anderen. Aus Richtung Badezimmer oder wo kommt das her? Scheint von rechts zu kommen, ja, Richtung Badezimmer. Hören wir das alle? Ja. Lassen Sie ihn. Warten Sie, nicht eingreifen. Ja, so stehe ich einfach mal davor, daneben, guck nochmal nach hinten, dass Minaj das alles drauf hat, dass ich da nicht irgendwie mit meinem Rücken irgendwas verberge und warte auf eine Reaktion von Mills auf das Tropfen. Er schaut sich wirr rechts und links um, rollt dann auf den Rücken. Offensichtlich hat er sich schwer das Schienbein geprellt bei seinem Sturz und er blickt dann zu euch beiden auf. Ich habe ihm doch gesagt, wir müssen leise sein. Wir müssen leise sein. Mama wird gleich zu Hause sein und dann müsst ihr weg sein, habt ihr das verstanden? Ihr müsst weg sein, verdammt nochmal! Ihr habt hier gar nichts verloren! Ich darf keine Freunde mit nach Hause bringen. Ich glaube, ihre Mama ist schon da. Sie war doch in der Badewanne, oder? Was? Ihre Mama ist schon da, ich habe sie reingehen sehen. Nein, aber dann müsst ihr gehen, verdammt nochmal. Ihr müsst gehen, sonst wird sie uns dafür bestrafen. Ich darf doch keine Freunde mit nach Hause bringen. Sie wird wieder Zigaretten auf mir ausdrücken. Bei dem Wort Freunde verkrampft Jenna total. Hallo, Mrs. Mills? Psst, was macht ihr denn, verdammt? Mrs. Mills! Mr. Katz, lassen Sie ihn. Caleb würde zu Katz gehen und ihm ins Ohr flüstern. Ja, das ist eine Regression in seine Kindheit. Wir sollten das nicht weiter provozieren. Doch, genau das will ich. Nicht weiter provozieren. Mills robbt auf allen Vieren, so gut es geht, mit den Fesseln auf dich zu, Cats, und greift in deinen Mantel und versucht sich in deinem Rockschoß hochzuziehen. Bitte, wir müssen jetzt gehen. Wir können wieder nach unten gehen. Wir müssen auf meine Schwester warten. Lass uns nach unten gehen. Ich denke, Sie haben keine Schwester, Sie sind ein Einzelkind. Lassen Sie ihn. Ich habe Ihnen doch gesagt, er widerspricht sich. Jenna, nehmen Sie ihn mir. Sich zu Mills knien. Mr. Mills. Wie heißt Ihre Schwester? Meine Schwester, meine. Du siehst, wie es in ihm rattert. Er greift sich sogar an den Kopf. Blut läuft aus seiner Nase raus. Meine Schwester, sie wird sie bestrafen. Wenn sie nicht gehen, dann wird sie bestrafen. Wir werden ihr alles erklären können, Mr. Mills. Aber ich muss wissen, wie sie heißt, sonst kann ich nicht mit ihr reden. Aber ich... Lisa? Dann, Lisa? Fasst er sich plötzlich, er schaut dich an. Was zur Hölle wollen Sie von mir? Ich habe Ihnen schon gesagt, ich habe keine Schwester.
Gut, dann lassen Sie uns das Badezimmer ansehen. Kostroff, Jenna, ist er eben auf die Nase gefallen oder warum blutet er da? Keine Ahnung, wenn er so blöd ist, die Treppe hochzugehen. Keine Ahnung, Sir, im Haushalt passieren die meisten Unfälle. Das kann eine Stressreaktion sein. Okay, also dann hätte er sein können, dass er unglücklich gefallen ist. Und das müssen wir natürlich, bevor wir wieder rausgehen, mit einem Taschentuch bitte entfernen. Komplett egal, ob das eine natürliche Reaktion ist oder nicht. Aber wenn die Presse wieder draußen steht und dieser Banküberfall aus der Welt ist, dann kann es nicht brauchen, dass er mir hier mit blutender Nase aus dem Haus steigt. Gehen wir ins Badezimmer, los! Ja, ich schieb Mills dann Richtung Badezimmer, so rechts rum. So, Minasch, dann schauen wir doch mal, ob sie die Akten wirklich gelesen haben. Was ist genau im Badezimmer passiert? Können Sie das nochmal bitte für uns zusammenfassen? Kunal fängt an zu auf seinem iPad zu blättern. Ich suche die Stelle. Es ist jemand in der Badewanne. Jaskolski. Lynn Jaskolski. Lynn, genau. Sie ist in der Badewanne ertrunken. Ertrunken, stimmt's, Sir? Was kann man so sagen? 55 Jahre, wenn ich das richtig notiert habe. Die Nachbarin Jen Jaskolski hat aufgepasst auf den kleinen 9-jährigen William. Das muss alles hier oben drin sein, Minaj. Ja, natürlich. Ich hab's hier. Und dann hält Kunal sein iPad hoch. Ich hab alles hier. So, brutal mit dem Brecheisen der Kopf eingeschlagen und dann wurde sie in die Badewanne gedrückt, wo der Körper später gefunden wurde. Ja, bleibe ich erstmal im Rahmen der Tür stehen, wenn die anderen reingegangen sind, sich umsehen. Ich würde erstmal auf eine Reaktion von allen anderen warten. Also Kunal geht nicht rein, der bleibt draußen in der Nähe von Milz stehen und möchte die Gelegenheit nutzen, mal näher an Milz ranzukommen. Das hat er bis jetzt nicht geschafft. Milz sieht entgeistert, verwirrt aus. Man kann sehen, dass er immer wieder nach hinten über die Schulter blickt, in Richtung des Flurs, kaum den Blick je nach vorne auf das Badezimmer richtet. Und leise vor sich hin murmelt seine seltsamen Verschwörungstheorien. Das ist ja der Moment, wo Kunal lauscht. Ja, Verschwörungen. Da gibt es viele und einige, Mr. Mills. Das sind die Cops. Das ist der Deep State. Detective Glover. Er wurde abgeknallt von einem Cop. Und die anderen, das ist alles nur Ablenkung. Diese Bedfords, die gibt's doch gar nicht. Niemand hat ihnen was angetan, weil es sie gar nicht gibt. Ich werde ja diesmal alles filmen. Keiner kann ihnen was tun. Keiner kann ihnen was tun, Mr. Mills. Richtig. Völlig richtig. Keiner kann mir was tun, weil ich die nötigen Schritte dafür getan habe. Mr. Mills? Was für Schritte haben Sie getan? Ich scheiße auf eure Gefängnisse. Ich scheiße drauf und auf eure verdammten Gummizellen. Ich scheiße drauf. Das einzige Gefängnis, das wir haben, ist unser Verstand. Oh, und da sind Sie frei, Mr. Mills? Nein, ich bin nicht frei. Ich bin immer noch gefangen. Aber ich habe die ausgesperrt, die mir Schaden zufügen wollen. Wer ist das, Mr. Mills? Er guckt dich mit trüben Augen an. Na, Sie natürlich. Ich? Mr. Mills?
Ich kann niemandem schaden. Ich fühle mich eher selber verfolgt. Sie müssen Ihren Geist befreien. Sie müssen sich von allem lossagen. Dann können Sie Zuflucht finden. Keine Familie, keine Freunde, keine Spielzeuge, kein Besitz. Ihr müsst alles verbrennen. Ihr müsst alles ausmerzen. Und dann, wenn ihr gar nichts mehr habt, dann seid ihr wenigstens sicher. Sicher vor was, Mr. Mills? Bewacht ihn eigentlich noch jemand, wenn der da mit dem Praktikanten in die Kamera spricht? Also ich stehe im Türrahmen. Jenna ist nicht mit ins Bad gegangen. Er hat ihn einfach abgestellt und hat sich wieder nach hinten verzogen. Der Doktor steht daneben und hört sich das interessiert an. Mr. Mills, sicher vor wem, Mr. Mills? Sicher vor wem? Vor ihr, wer ist sie? Sicher vor wem? Vor ihr, sicher. Der Mutter, Mr. Mills? Er flüstert nur noch vor sich hin, aber er scheint irgendwie völlig katatonisch zu sein. Sinkt, da Jenna ihn nicht festhält oder so, sinkt er einfach an der Wand zu Boden und sitzt da mit angewinkelten Beinen, soweit die Fesseln es zulassen, sitzt da und wippt nur noch vorwärts und rückwärts und spricht immer wieder dieses Mantra vor sich hin. Sicher, alles aufgeben, alles ausmerzen, alles verbrennen, wenn nichts mehr übrig ist, in der Leere bist du sicher. Caleb schüttelt den Kopf und fragt Minaj, was glauben Sie eigentlich, was Sie hier tun? Ich versuche zu helfen, Sir. Sie sehen doch, dieser Mann ist überhaupt nicht zurechnungsfähig. Was glauben Sie denn, was Sie aus dem herausbekommen, wenn Sie ihm solche komischen Fragen stellen? Und nun kommen Sie mit. Er wird sich gleich wieder beruhigen. Sagen Sie, Mills, wollten Sie sie eigentlich retten, wenn Sie sagen, Sie sind in der Leere sicher? Wollten Sie etwas Gutes tun? Er ist vollkommen katatonisch. Er reagiert überhaupt nicht mehr auf euch, auf eure Fragen und wiederholt immer nur, was er gesagt hat. Genauso war, als wir ihn im Schiff gefunden haben. Ja, so ähnlich. Faszinierend. Und im Hintergrund hört er immer noch das Tropfen von aus der geöffneten Bartür jetzt deutlich lauter. Mr. Katz, was ist denn im Badezimmer? Das können Sie nicht mal das Wasser abdrehen. Ja, ich gehe dann mal rein und würde mal schauen, ob da irgendwie Badewanne oder Toilette. An der Rückwand steht eine Badewanne. Der Badevorhang ist zugezogen im Moment und dahinter tropft es. Dann gehe ich mal noch relativ selbstbewusst auf den Vorhang zu und würde den dann auch mit einem Ruck zur Seite ziehen. Noch viel deutlicher als im Erdgeschoss ist jetzt der drückende, feuchtwarme Geruch von Schimmel. Und an den Wänden sind tatsächlich auch einige Kacheln einfach abgeplatzt und darunter zeigen sich dunkle, schwarze, faustgroße Schimmelflecken. Aber es ist noch was anderes in diesem Gestank drin. Es ist nicht nur der Schimmel, sondern ein schwerer, metallischer Geruch. Vielleicht Maschinenöl, als du die mit einem entschiedenen Ruck den Vorhang der Badewanne zur Seite ziehst, kommt dahinter eine bis zum oberen Rand gefüllte Wanne mit einer
mit einer seltsamen, ganz schweren, trüben, schwarzen Flüssigkeit gefüllte Badewanne zum Vorschein. Ist fast bis ganz zum Rand, und auf dieser schwarzen, undurchschaubaren Oberfläche scheint sich das Licht zu brechen. Spiegelt das wie regenbogenfarbend? Ist ganz seltsam, es scheint eher alle Farben zu verschlucken. Selbst wenn du ganz nah herangehst und quasi von oben reinschaust, kannst du kaum dein Spiegelbild darin erkennen. Ja, dann würde ich erstmal den Hahn zudrehen wollen, wenn es daraus tropft. Mehr zu mir selbst sprechen, da haben die Kinder wieder rumgespielt, scheiße. Und mich dann mal umdrehen in Richtung des Klos und da dann entweder einen Pömpel suchen zum Abziehen von Verstopfung oder sowas wie eine Klobürste, damit ich da dann irgendwie reintunken kann, irgendwie was Langes, damit ich da den Abflussdeckel eben entfernen kann. Du findest einen Pümpel, du kannst auch sehen, dass dass vom Kopfende der Badewanne eben so eine kleine Kette in die schwarze Brühe reinragt. Mhm. Ja, dann krempel ich mir mal vorsichtig erstmal Manschettenknöpfe vor meinem Hemd abmachen und dann leicht einmal nach oben krempeln. Und dann ja vorsichtig mal an mit meinem Pömpel in der Hand an die Kette herantreten und dann langsam und vorsichtig versuchen zu ziehen, damit dann in der Hoffnung der Verschluss dann eben aufspringt. Siehst du erstmal an der Kette und du spürst so einen leichten Widerstand, dann reißt es plötzlich und du hast den Rest der Kette in der Hand. Ist einfach abgesprungen. Ja, dann möchte ich mal versuchen, mit dem Pömpel so ein bisschen in dieser Flüssigkeit herumzustochern. Ist das viskos wie Wasser oder ist das schwerer wie dickes Maschinenöl? Es ist definitiv schwerer als Wasser. Es ist eine seltsame Mischung aus Abfluss, Wasser und Öl. Man kann auch ganz deutlich jetzt die Fettaugen sehen, die auf der Brühe schwimmen. Und du versuchst mit dem Pümpel mal ein bisschen unter die Oberfläche zu gehen, aber du stellst schnell fest, dass du ihn nur noch so mit den Fingerspitzen gerade so festhältst und offensichtlich immer noch nicht am Grund angekommen bist. Ja, nach der Hälfte höre ich dann auch schon wieder auf, zieh dann den halb schwarzen Pömpel wieder nach oben, auch das Rote hat sich da schon verfärbt, schlierige Tropfen wieder runter, Tropfen zurück dann in die Wanne. Vinage! Kamera beiseite legen! Ja, Sir? Vinage, herkommen. Ich komme, Sir. Ja, stehe ich schon wieder halb in der Tür und bin schon am rausgehen, drücke ich dir diesen Pömpel in die Hand. Sir, danke, Sir. Ja, Badewanne. Einmal bitte, die Kinder haben da rumgespielt. Die Badewanne muss bitte einmal leer gemacht werden. Ich soll das machen, Sir? Ja, nehmen Sie den ordentlich in die Hand und dann runtertauchen. Ja, Sir. Wenn Sie Glück haben, funktioniert das Waschbecken noch. Los. Ja. Ja, dann gehe ich auch schon wieder ohne zuzugucken. Das tue ich mir nicht an, weil der widerliche Gestank hier noch in der Luft liegt. Ich meine, ich kenne das Klima aus Michigan schon, aber das muss ich mir nicht antun. Gehe ich dann wieder draußen auf den Flur und lasse ihn da alleine machen. Ja, Kudel versucht sich mit dem Pömpel. Er schiebt sich seine Hemdärmel hoch und seine Hand bleibt noch über dieser schwarzen Flüssigkeit drüber. Dann schaut er noch mal in den Flur hinein, schaut, ob jemand zuschaut. Und dann greift er schnell in die schwarze Flüssigkeit rein und versucht, unten den Stopfen zu finden.